Was geht ab, meine Seafighter Hoser hier? Und heute klären wir, welche Summon-Animation was bedeutet bzw. was garantiert. Denn nun sind auf beiden Versionen Global und JP die neuen Summon-Animationen online. Aber bevor wir damit anfangen, müssen wir auf jeden Fall zwei wichtige Sachen klären. Das eine wäre, das steht nirgendwo offiziell drin, welche Summon-Animation was bedeutet oder was garantiert, sei es im Spiel selbst, sei es auf der Webseite von Bino oder Katsuki. Offiziell ist das, steht das nirgends drin. Heißt, es geht aus Beobachtungen hervor. Das, was wir besprechen werden. Aus Beobachtung, sei es aus meiner eigenen Beobachtung oder aus der Community, aus Dokkan Wiki oder Dokkan Reddit etc. Ich werde alle Links in die Beschreibung setzen, die ich als Quelle nutze auf jeden Fall. Und das zweite wäre, es kommt immer auf das Banner an, in dem wir summonen, denn es macht einen Unterschied, je nachdem, in welchem Banner man summonet. Und dementsprechend gucken wir jetzt erstmal, damit wir auf der Basis sind, die verschiedenen Banner an. Und da wird auf jeden Fall unterschieden auf zwei Banner, nämlich zum einen haben wir hier an der Stelle Dokkan Festival Banner. Und normale Banner. Alle anderen Banner, die keine Dokkan Festival Banner sind. Dokkan Festival Banner sind solche Banner, in denen Dokkan Festival dran steht. Alle anderen sind es nicht. Okay, was sind, erstmal ganz wichtig, was sind Dokkan Festival Banner? Dokkan Festival Banner sind Banner, in denen Dokkan exklusive Charaktere sind. Beziehungsweise, um es besser zu sagen, Dokkan exklusive Charaktere sind nur in Dokkan Festival Bannern, nicht in normalen Bannern. Heißt, wir haben jetzt zum Beispiel Thales. Bei ihm steht ihr dran, er ist Dokkan exklusiv. Heißt, Thales erscheint nur in Dokkan Festival Bannern. Falls er da gefeatured ist. Gefeatured heißt, wenn der Charakter in dem Bannerbild ist. Heißt, wenn ihr auf den Scouter klickt und euch die Charaktere anseht, dann sind diese Charaktere, die abgebildet sind, gefeatured. Alright, um es kurz zu sagen. Wie gesagt, Dokkan-Exklusive-Charaktere sind nur in Dokkan-Festival-Bannern. Hillegan zum Beispiel oder Tapion ist kein Dokkan-Exklusive-Charakter. Heißt, Tapion ist auch in jedem anderen Banner, in jedem anderen normalen Banner, um es so zu sagen. Genau. Janemba Dokkan-Exklusiv ist nur in Dokkan-Festival-Bannern und so weiter und so fort. Also, das ist wichtig. Die anderen Banner, alle normalen Banner, sind quasi alle anderen Banner, wie gesagt, außer Dokkan Festival Banner. Ist zum Beispiel da unser momentan aktuelles Double Rate Banner auf Global, sei es dieses Banner hier, das Kategorie Banner und auch Friend Summon. Auch das Friend Summon Banner gehört zu den normalen Bannern. Ja, ich mache einen wichtigen Unterschied, weil wie gesagt, die Summon Animationen haben je nachdem einen anderen Effekt, ob man in den Dokkan Festival Banner summont, das ist mir wichtig, oder in einem normalen, in irgendeinem anderen Banner. Welche Effekte quasi, welche Animation hat, schauen wir uns eben jetzt genau detaillierter an. Nämlich, wenn wir uns das Ganze mal ansehen, hier auf Dokkan Wiki an der Stelle, ich werde die Links in die Beschreibung setzen, schauen wir uns jetzt nacheinander alle Summon-Animationen an und ich sage euch, erkläre euch, welchen Effekt sie haben, beziehungsweise was sie garantieren. Wir haben ja zum Beispiel die Crack-Screens, kennen wir, Bygeist zum Beispiel. Bygeist garantiert, wenn ihr einen Crack-Screen bekommt mit Bygeist, dann garantiert ihr euch ein SSR. Ihr bekommt auf jeden Fall ein SSR-Charakter, okay? Ganz kurze Notiz. Bei einem Friend Summon kann aber auch ein Crackscreen kommen und ihr bekommt kein SSR-Charakter. Das ist aber dann nur, weil ihr dann einen SR-Charakter zieht, der zu einem LR-Charakter werden kann. So wie es hier steht. Ja? Heißt, Crackscreen bedeutet auf jeden Fall, ihr bekommt einen SSR garantiert. Einen auf jeden Fall, in dem Multisummon können noch mehrere kommen, aber einen bekommt ihr auch garantiert. Und in einem Friend Summon, wie gesagt, kann auch ein Crackscreen bedeuten, dass ihr einen SR-Charakter bekommt, der zu einem LR-Charakter werden kann. Alright, wir haben einen Bygeist-Crackstream, wir haben einen It's-Over-Freezer-Crackstream. Bedeutung ist gleich, garantiert ein SSR auf jeden Fall. Und Thank You Dragonbots ebenso. Dann, was neu hinzukam, sind hier an der Stelle Along. The Panties of a Hot Babe. Das ist ein Double-Crackstream. Wenn ihr einen Crackstream bekommt, eines dieser drei, dann kann daraus nochmal ein Crackstream resultieren. Und dann kann Along erscheinen, The Panties of a Hot Babe. Ist selten, aber was bedeutet das? Und hier machen wir quasi den Unterschied zwischen Dokkan Festival Banner und allen anderen Banner. Denn in allen anderen Bannern sind LR-Charaktere drin. Natürlich nicht gefeatured. Alright, nehmen wir mal an, ihr bekommt einen Double Crack Stream. Heißt, ein Double Crack Stream signalisiert euch, ihr bekommt entweder garantiert ein, und dabei spreche ich immer von mindestens ein, aber Garantie ist auf jeden Fall bei einem, garantiert ein LR-Charakter. Oder ein Dokkan Festival Charakter. Dieses oder ist wichtig. Denn wenn wir jetzt in einem Dokkan Festival Banner summonen, wie das von Thales, und wir bekommen Double Crackstream Along, dann wissen wir, wir bekommen auf jeden Fall einen Dokkan Festival Charakter. Warum? Denn in Dokkan Festival Bannern sind keine LR. Wenn wir nicht in einem Dokkan Festival Banner summonen und wir bekommen Double Crackstream, dann wissen wir bekommen ein LR. Weil in jedem anderen normalen Banner oder in Klammer LR Banner gibt es keine Dokkan Festival Banner, deswegen bekommen wir daraus ein LR. Logo. Es gibt auch Banner, in denen beides vertreten ist. Sowohl LR als auch Dokkan Festival Banner. Aber das, beziehungsweise darauf komme ich gleich drauf zurück zu sprechen. Dann wissen wir, in den neuen Summon-Animationen können verschiedene Charaktere auftauchen.
Was diese verschiedenen Charaktere genau heißen, schauen wir uns im Nachhinein in der Zusammenfassung an. Aber was hierbei wichtig ist, sie fungieren mehr oder weniger wie die Pots. Davor hatten wir die Pots, 1 bis 7 Pots. Diese Pots gibt es nicht mehr, diese wurden von den Charakteren ausgelöst. Welche Charakter wie genau was heißt, schauen wir uns in der Zusammenfassung gleich an. Was aber hierbei wichtig ist, wenn die Animation kommt, dass Herkul auf Buu, auf Majin Buu, auf den fetten Buu reitet, beziehungsweise auf seinen Rücken ist, dann bekommen wir aus diesem Summon, sei es Single oder Multi, Freunde, wir reden über die Summon-Animation, das ist quasi Single oder Multi, die Animation ist gleich. Heißt, wir bekommen einen LR-Charakter oder einen Dokkan-Festival-Charakter, wenn Mr. Satan auf Majin Buu auf seinen Rücken ist. Ich weiß, Freunde, nochmal hier wichtiger Unterschied. In einem Dokkan-Festival-Banner bekommen wir natürlich den Dokkan-Festival-Charakter, weil kein LR drin ist. In einem anderen Banner, in einem Nicht-Dokkan-Festival-Banner, in jedem normalen Banner, bekommen wir ein LR, garantiert ein LR, weil da es keine Dokkan-Festival-Charaktere gibt. Und jetzt, ich weiß, bei Nanogenix kam in seinem Summon, als er diese Animation bekommen hat, als Herkul, als Mr. Satan auf Majin Buu war, hat er kein LR bekommen. Aber warum wohl, Freunde? Warum wohl? Denn er hat in dem Tanabata-Campaign-Banner gesammelt. Das war ein Dokkan-Festival-Banner, wo auch LR Vegito und LR Gogeta waren. Heißt, es war ein Dokkan-Festival-Banner. Er hat auf jeden Fall garantiert einen Dokkan-Festival-Charakter bekommen aus dieser Summon-Animation. Und das hat er auch, nämlich physisch Super Vegito. Da ist der Unterschied, weil es ein Dokkan-Festival-Banner war, okay, da waren auch LR-Charaktere drin. Aber weil es ein Dokkan-Festival-Banner war, hat nur dieser Part, funktioniert nur dieser Part. Nämlich, wenn es ein Dokkan-Festival-Banner ist, garantiert diese Summon-Animation dir einen Dokkan-Festival-Charakter und nicht LR und nicht garantiert LR. Das zählt wie gesagt nur für alle anderen normalen Banner. Das ist der wichtige Unterschied, Freunde, den ihr auf jeden Fall euch bewusst sein müsst, damit ihr die Summon-Animation versteht. Nochmal zu aller guter Letzt: Unterschied in dem Dokkan-Festival-Banner geben diese garantierten LR-Animationen. Ich spreche hier von garantierten LR-Animationen. Geben ihr in dem Dokkan-Festival-Banner garantiert einen Dokkan-Festival-Charakter, in allen anderen Banner einen LR-Charakter. Ja, ganz wichtig. Heißt, Nanogenix hat in diesem Tanabata Dokkan-Festival-Banner nicht LR Vegito oder LR Gogeta gezogen, weil ihm diese Summon-Animation einen Dokkan-Festival-Charakter garantiert hat, weil es ein Dokkan-Festival-Banner war. Ganz wichtig. Alright, dann haben wir natürlich Baseform Goku. Baseform Goku kennen wir. Wenn Goku in der Baseform bleibt, dann heißt es, es könnte noch, passiert selten, aber es könnte in einem Crackscreen enden, und wenn es das tut, bekommen wir gerade einen SSR-Charakter. Wenn nicht, ist es ein R-Charakter oder in manchen Fällen ein SR-Charakter. Alright, dann haben wir noch quasi hier Regenbogen. Wenn die Schrift in Regenbogenform aufleuchtet, dann ist es quasi, signalisiert es uns, dass es eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass dieser Charakter gefeatured sein wird. Dass es ein Featured Charakter sein wird. Super Saiyan 1. Super Saiyan 1 kann in einem Crackscreen enden, dann bekommt er natürlich wieder ein SSR, aber auch nicht. Wenn es nicht in einem Crackscreen endet, gibt es immer noch dennoch eine Chance, dass ihr ein SSR bekommt. Wenn ihr zum Beispiel einen Multisum macht und ihr bekommt einen Super Saiyan, aber keinen Crackscreen, dann bekommt ihr trotzdem ein SSR, weil ein Multisum ist GSSR. Ja, also Super Saiyan Goku heißt ja an der Stelle, kann in einem, also Super Saiyan an sich, Super Saiyan Goku garantiert dir ein SR in den ganzen Summon, sei es Single oder Multi, aber es kann in einem Crackscreen enden. Wenn es, wenn es so endet, wird es ein SSR-Charakter garantiert, wenn nicht, kann trotzdem noch ein SSR kommen. Super Saiyan 2, ebenso, bekommst garantiert mindestens einen SR-Charakter, kann aber, beziehungsweise besteht die Chance, da eine höhere Chance, dass sie dann SSR draus zieht, aber Super Saiyan 2 endet hier nicht auf dem Crackstream. Super Saiyan 3 an der Stelle garantiert dir ein SSR. Wenn du Super Saiyan 3 bekommst, bekommst du garantiert ein SSR in dem Summon. Alright, dann haben wir noch Godku-Animation. Die Godku-Animation garantiert dir mindestens 3 SSR in deinem Summon. Und logischerweise kommt Godku nur in einem Multisum, weil im Single-Sum können wir nicht 3, da kriegen wir nur einen Charakter. In einem Multisum signalisiert Godku, wenn ihr Godku bekommt, ihr bekommt mindestens 3 SSR-Charaktere aus diesem Multisum. Kaioken Goku Blue gibt es zwar, aber diese Animation ist nur in den Spieldaten. Sie
wird sich nie bei euch aktivieren. Sie ist nur eine Spieldaten, sie ist noch nicht quasi aktiviert. Sie wird nie erscheinen in eurer Animation. Deswegen können wir das vorerst skippen, denn wir wissen dazu nicht viel. Alright, Freunde. Super Vegito. Es kann ja sein, dass wenn Vegeta mit dabei ist in der Summon-Animation, wenn Vegeta mitfliegt, dass Vegeta und Goku sich eventuell fusionieren könnten. Eine Protara-Fusion vollführen, wie es hier gezeigt ist. Und was signalisiert uns das? Entweder ein LR oder ein Dokkan-Fessel-Charakter. Heißt, wenn wir in einem Dokkan-Fessel-Banner sind, bekommen wir einen Dokkan-Fessel-Charakter. Wenn wir nicht in einem Dokkan-Fessel-Banner sind, in irgendeinem normalen Banner, in einem LR-Banner, bekommen wir einen LR aus der Animation. Ganz wichtig. Aber hier kann es dann natürlich auch sein, ich sag mal so, das Beispiel von vorhin in den Tanabata-Campaign-Banner. Wenn ihr jetzt Super Vegito bekommt, dann heißt das nicht, dass ihr LR Vegito oder Gogeta zieht. Sondern es heißt, ihr bekommt einen Dokkan-Fessel-Charakter und einer davon ist einer von denen. Deswegen könnte es sein, dass ihr einen von denen zieht, von den LR. Aber in dem Dokkan-Fessel-Banner heißt Super Vegito Dokkan-Exil-Charakter, in dem normalen Banner heißt es LR. LR Vegito Blue auf der anderen Stelle heißt immer ein LR-Charakter. Egal ob in einem Dokkan-Fest-Banner, egal ob in einem normalen Banner, einem LR-Banner. Wenn LR Vegito Blue kommt, bekommt ihr immer ein LR-Charakter, heißt zum Beispiel von der Tanabata-Campaign, hätte Nanogenix ein LR Vegito Blue bekommen, hätte er in jedem Fall entweder LR Vegito in dem Summon bekommen oder LR Gogeta oder sogar beide, ja. Aber zusammenfassend, Vegito Blue garantiert immer ein LR-Charakter. Dann, wenn ein Charakter so rot aufleuchtet, dann signalisiert es einfach, du hast ein SSR gezogen, aber das erscheint nicht immer, nicht bei jedem SSR erscheint es, ab und zu erscheint es, wenn es kommt, heißt es, es ist ein SSR. Dann gibt es Baits, Freunde. Die Baits sind brutal. Die Silhouetten dieser Charaktere, die ihr seht, können sich in ein Bait verwandeln. Also können sich verwandeln in einen anderen Charakter. Dabei, wenn diese Animation kommt, bekommt ihr garantiert ein LR in einem normalen oder LR-Banner oder einen Dokkan-Extrem-Charakter in einem Dokkan-Festel-Banner. Alright. Und dann, wenn ihr hoffentlich ein LR zieht, dann erscheint quasi eine Animation und euch wird signalisiert, der Charakter leuchtet auf. Das ist ein LR, den ihr gezogen habt. Ihn könnt ihr zu einem LR awaken. Freunde, so wie zu den Summon-Animationen. Hier habe ich noch eine kleine Zusammenfassung von Goresh. Lieben Dank dafür. Shoutout an ihn. Da hat das wirklich alles sehr, sehr gut zusammengefasst. Sie haben hier quasi nochmal alles zusammengefasst am Ende des Videos. Für beiden Banner ist garantiert LR Animation Vegito Blue. Und dann haben wir noch quasi das mit den Charakteren, was die Charaktere heißen. Ich habe das selbst nie beobachtet, aber laut ihm heißt, wenn ihn es in der Summon-Animation neben Goku, Goten und Trunks noch kommt, ihr ein garantiert einen Featured-Charakter bekommt. Ein Featured-Charakter. Dieser Featured-Charakter ist einer der Charaktere, der im Bannerbild ist. Ja? Heißt zum Beispiel in Dokkan-Fest-Banner könnte entweder Thales kommen als Dokkan-Exklusiv-Charakter, in dem Beispiel von Thales-Banner, oder auch Tapion. Der ist zwar nicht Dokkan-Exklusiv, aber es ist in dem Fall, wir reden hier von Featured-Charakteren. Wenn Goten und Trunks kommen, wenn Gohan Piccolo ebenso, Tien, Chaozu und Yamcha, wenn nur die kommen, wenn Tien und Chaozu nur kommen, wenn Krillin kommt, dann habt ihr einen Featured-Charakter. Habe ich nie beobachtet, aber damit ihr Bescheid wisst. Beziehungsweise werde ich darauf achten. Mindestens drei Charaktere in Super Saiyan God. Dann hat er das ganz schön zusammengefasst. Animationen in einem Dokkan-Fest-Banner. Wenn Super Vegito kommt, garantiert ist sie ein Dokkan-exklusiven Charakter. Wenn Double Dragon ebenso kommt und wenn Mr. Satan auf Majin Buu, auf Majin Buu reitet quasi. Oder auf Majin Buu fliegt an der Stelle. Alright. Und in einem Nicht-Dokkan-Fest-Banner. In jedem anderen Banner, Rising, Double Banner, Legendary, Kategorie Banner und so weiter und so fort, garantiert ihr Super Vegito ein LR, Double Crack Stream, Mr. Satan auf Buu ebenso. Und dann gibt es auch quasi Additional Notes, könnt ihr euch gerne ansehen. Super Saiyan 1 kann quasi in ein SSR resultieren. Super Saiyan 3 in einem Friends haben, wie gesagt, muss nicht unbedingt heißen, dass ihr ein SSR zieht, sondern auch ein SR, der in ein LR erweckbar sein ist. Und dann am Ende noch wegen der Fusion, Protara-Fusion. Wenn Vegeta neben Goku in einer Animation kommt, dann gibt es eine Chance, dass sie sich verwandeln. Es gibt ein, zwei Merkmale, woran wir das quasi schon sehen können, woran wir wissen, bevor es dazu kommt. Nämlich die eine Sache ist, wenn ihr quasi dann in den Stream kommt, wo ihr runterziehen müsst, wenn sich da Son Goku direkt, wenn ihr das erste Mal draufklickt, in einen Super Saiyan verwandelt, dann ist die Chance da. Heißt, wenn er sich nicht verwandelt, wenn ihr ihn direkt anklickt und eine Baseform ist, dann habt ihr eine 0%ige Chance, dass sie sich fusionieren. Aber, wie gesagt, wenn ihr draufklickt und er sich sofort verwandelt und dann noch zusätzlich sagt oder sowas ähnliches sagt, wie geht er wieder vor, er hat es hingeschrieben, wenn Vegeta sowas ähnliches sagt wie You're number one und Goku sagt It's over, dann könnt ihr davon ausgehen, dass die Jungs sich fusionieren werden und wie gesagt, Super Vegito garantiert an der Stelle entweder LR oder Dokkan Fest Unit, je nachdem welchen Banner ihr seid und Vegito Blue garantiert immer ein LR Charakter. Ansonsten wäre es das, Freunde, so viel zu den Summon Animationen. Ich hoffe, ich konnte euch alles erklären, rüberbringen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt Bescheid, welche Animation was bedeutet. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt dem Ganzen auf jeden Fall ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.
when I pull up at your girl. Mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be alright.